Ups, das ging daneben. 1996 eroberten die Spice Girls mit ihrer Debütsingle Wannabe die ganze Welt. 2001 kündigte die Band eine Pause an. Nun gehen vier der fünf Ladies auf Reunion-Tour. Victoria, 44, wird nicht dabei sein. Und genau diese traf jetzt eine Spitze ihres früheren Bandmitglieds Gary Horner, 46. Die Sängerin gab jetzt indirekt bekannt, dass V.I.C. alias Posh Spice ohnehin nicht ihr Lieblings-Spice Girl war. In einem Schnellfeuer-Interview im Rahmen ihrer gemeinsamen BBC-Sendung All Together Now stellte Co-Host Rob Beckett der 46-Jährigen einige Entweder-oder-Fragen, Mond oder Sonne, Abend zu Hause oder Partyabend. Blondes oder rotes Haar? Auch zwischen Posh oder Baby sollte sich Gary entscheiden, also entweder für Posh Spice Victoria oder Baby Spice. Emma Bunton, 43. Wie aus der Pistole geschossen wählt sie Baby. Als Gary anschließend noch die Wahl zwischen Scary oder Spotty hat, antwortet sie mit beide und fügt hinzu, dass sie diese Fragen nicht beantworten könne. Rob wendet daraufhin ein, naja, das hast du bei Posh und Baby relativ schnell, oder? Als Gary realisiert, was sie im Eifer des Gefechts gesagt hatte, hält sie sich erschrocken die Hand vor den Mund. Vergangenes Halloween konnte sich auch Mel B., 43, einen Seitenhieb gegen Posh nicht verkneifen. Zur Party von Heidi Klum, 45, trug sie ein schwarzes Minikleid und eine Pappmaske mit Vicks Gesicht darauf. Dazu hielt sie eine Plastikaxt in der Hand, auf der stand, nein, ich gehe nicht auf Tour, Brenda Chase, freier Fotograf. Die Spice Girls geben 1997 ein Interview in Las Vegas Anzeige Getty Images, Gary Horner Anzeige Getty Images, Victoria bei den People's Choice Awards 2018 Anzeige 181, ja, das klingt ganz so, 104, nein. Ich glaube nicht, dass das böse gemeint war. Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.